Heute Morgen bin ich in Kobarid losgefahren, Richtung Bobic. Ich wollte noch mal ein paar Tage hier in diesem als Bergdorf bezeichnete Ortschaft verbringen. Habe dann jetzt gleich eine kleine Wanderung gemacht. Das ist der Wasserfall Frie mit dem kleinen See. Werde hier noch die Sogardröge besichtigen und vielleicht noch die eine oder andere Wanderung machen. Den Campingplatz, auf welchem ich denn nun stehe, werde ich euch später vorstellen und werde immer wieder mal von meiner Tour hier berichten. Das ist nun der Wasserfall von oben, bevor das Wasser runterkommt. Sieht auch toll aus, auf jeden Fall. Dann sieht man der See, weiter gehe ich lieber mal nicht vor, das ist doch hier alles ziemlich flach. Kann man nicht ganz innen bekennen, aber das hier ist die Schlucht, an welcher das Wasser herkommt. Das ist nun ein Stausee, welcher sich oberhalb der Wasserfälle befindet. Wenn man hier sich befindet, sieht man doch gleich, dass man höher in den Bergen ist. Die Berge rücken viel näher heran. Der Talkessel ist viel enger. Es gibt auch hier eine Seilbahn, welche im Winter Skifahrer hoch zum Skigebiet. Etwas wie so einen richtigen Ortskern scheint es hier nicht zu geben. Bobic ist sehr lang gezogen an der Straße entlang. Das hier scheint so ein bisschen der Mittelpunkt zu sein. Also typisch auch zum Skifahren und hier Wandern, Rafting, Canyoning, Kajakfahren. Es gibt hier alles, was man sich wünscht. Restaurants gibt es hier genügend. Hier gibt es sogar einen kleinen Markt mit frischem Obst. Drachenflieger. Wir sind hier gleich die Nadelrücken. So, da zeige ich euch jetzt mal einen Rundumblick vom Campingplatz aus, wie hier die Bergwelt aussieht. Das ist hier der Eingangsbereich vom Campingplatz. Von der Straße aus gesehen ist halt nicht ganz so ruhig wie der andere. Kleiner. Das hier ist dann der Eingangsbereich, Rezeption und hier im Schatten stehe ich dann gleich wieder. Waschgebäude und so weiter. Nun stehe ich hier am weiter oberen Lauf der Socha bei Bobic. Eine Hängebrücke. Ich bin gerade unterwegs zu den großen und kleinen Sogardrögen. Eventuell noch zu dem Zunig Wasserhain, den es hier geben soll, und habe hier an der Straße dieses alte historische Gebäude entdeckt. Das ist wieder eine wunderschöne Stelle an der Socha. Ich weiß es nicht, ob das eine Stelle von diesen Sogardrögen ist, aber das werde ich noch herausfinden. Auf jeden Fall ist sie toll. So, wie es aussieht, habe ich nun die Sogardröge erreicht.
Das hier sind die großen Schutzerträge. Und dann geht es weiter. Unten auch noch die kleinen. Die ersten Mutigen sind da vorne bereits im Fluss und baden. Unglaublich, wird hier doch ein bisschen kalt sein. Ne? Und schaut mal diesen herrlichen Blick ins Tal hinaus. Könnte zwar bei uns auch oder in Österreich mit den Alpen sein, aber es ist ja eh die gleiche Region. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Also das ist hier genau wie in Istrien eine richtige Fahrradregion. Es geht laufend hoch und runter. Man hat selten Zeit mal was Gratis zur Erholung. Also man sieht hier ganz viele Rennfahrer, Motorradfahrer. Es ist eine richtig tolle Gegend, auch für so zum Radfahren und nicht nur zum Wandern und vom Bergsteigen. Und jetzt gehe ich zu dem Sunig Wasserhain. Wie hier auch überall sehr gut alles ausgeschildert. Und zu dem Hain führt ein sehr idyllischer Weg direkt am Fluss entlang. Eines der unbegreiflichen Dinge. Ich stehe jetzt hier mitten im ausgewaschenen Flussbett, höre das Wasser rauschen, aber kein Wasser zu sehen. Es muss wahrscheinlich, vermute ich mal, dann unterirdisch hier fließen, weil die Steine sind bemoost, das heißt, da war schon länger kein Wasser mehr. So, ich habe die Stelle entdeckt, hier wie das Wasser wieder zutage. Also zwei kleinen Öffnungen kommt raus und dann sprudelt es gleich hier wieder so toll weiter. Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, bin an diesem Wasserhain einfach weitergelaufen und jetzt schon eine ganze Zeit in dieser herrlichen Bergwelt unterwegs. Ich bin der Einzige, ich bin jetzt auf den Wanderweg gestoßen. Aber keiner zu sehen. Ich laufe allein in der Natur. Die Vögel zwitschern. Manchmal hört man Wasser rauschen. Also es ist einfach herrlich, sich hier zu bewegen. Ja, und dann habe ich mitten bei meiner Wanderung in den Bergen diese kleinen Wasserfall entdeckt. In diesem Tal hier hinten draußen. Dann bis hier oben hin. Ich habe ja eben mal Wasser über Hände und Kopf. Es ist wirklich sehr kalt. Kein Vergleich zur Sotscha, wo man drin, kann man sagen, fast baden kann. Die hat zweistellige Temperaturen. Aber hier sind es maximal einstellige. Super, oder? Einfach hellig. Die haben sich in der ganzen Gegend einige Campingplätze angesiedelt, die scheinbar alle gut gebucht sind.
Und hier haben wir sogar Visoja mit einem kleinen Badestrand, welcher ebenfalls gut besucht ist. Und hier dann wieder das Bergpanorama. Das ist Fort Kluze, der Kluze. Auch ein Überbleibsel aus den Weltkriegen, allerdings kann ich nicht sagen, von welchem der beiden wieder die hellische Welt will. Das Tor ist sogar viel älter. Es wurde erstmals 1509 erwähnt und dann 1797, 1882 und 1905 war es dann Fort Hermann. War dann wahrscheinlich vor dem Ersten Weltkrieg. So, das ist jetzt der Innenraum.